Abend. Guten Abend. Na, kommen Sie nicht rein? Nee, ich habe den Schlüssel abgebrochen. Haben Sie nicht was Spitzes, damit man das vielleicht durchstoßen kann? Der steckt nämlich noch. Was Spitzes? Naja, so eine Haarklammer oder sowas. Hast du eine Haarklammer? Ich habe keine Haarklammer. Du weißt doch, dass ich keine Haarklammern habe. Ja, Herr Brock, lassen Sie mich mal. Halt mal bitte den Schlüssel. Wie kann denn so ein Schlüssel einfach abbrechen? Nein, so geht das nicht. Wir brauchen was Spitzes oder was Schmales. Ich frag mal den alten Galusch. Herr Galusch! Herr Galusch! Schönen guten Abend. Guten Abend. Was ist? Kann man nicht rein? Es tut mir leid, Herr Galusch. Ich habe den Schlüssel abgebrochen und der steckt in der Haustür. Schlüssel abgebrochen! Haben Sie nicht eine Sicherheitsnadel oder sowas? Was soll ich denn noch alles haben? Weg da! Tür auf! Machen Sie die Tür auf! Ist der Schlüssel abgebrochen? Aufmachen! Los! Schließen Sie doch auf! Der Schlüssel ist doch abgebrochen! Nein! 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 Heißt Eduard Bofinger, ist 29 Jahre alt, vom Beruf Bäcker. Er wohnt in diesem Haus hier. Darf ich durch? Nein. Warum ich nicht durch? Nein, ich nein. Wohne da. Was ist denn los? So was. Was ist denn passiert? Wer liegt denn da? Das ist doch der Bofinger. Der Mann war da drüben in der Bar an der Ecke. Ja. Ich habe mit dem Kellner gesprochen. Er sagt, der Mann hat 2 Stunden in der Bar gesessen, hat so einen komischen Eindruck gemacht, als wenn er Angst hat, als wenn er sich nicht traut, rauszugehen. Ja. Als der Kellner die Schüsse gehört hat, ist er gleich raus auf die Straße, hat den Toten da liegen gesehen. Und vor der Tür hätten ein paar Leute gestanden, die müssten alles gesehen haben, auch den Mörder. Hat sich da niemand gemeldet? Nein, da ist niemand gekommen. Scheint auch keiner neugierig zu sein. Das ist ja merkwürdig, was? Vorm Haus erschossen. Hast du ja gesehen. Setz dich hin, du machst mich nervös. Suppe schon längst fertig. Wo warst du denn so lange? Wo warst du denn so lange? Glaubst du mir, wenn ich das sage, ich war noch in der Firma? Nee, glaube ich dir nicht. Hast du die Schüsse gehört? Nee, ich stand hier. Hier habe ich gestanden. Na, dann hast du sie doch gehört. Natürlich habe ich sie gehört. Na, will ich doch nur wissen, ob du sie gehört hast. Und ob du was gesehen hast. Was soll ich denn gesehen haben? Ja, bist du nicht gleich ans Fenster? Ans Fenster. Ich kann doch nicht einfach ans Fenster, wenn die da rumknallen. Wie verrückt soll ich denn noch sein? Ich frage nur, was ist denn das für eine Suppe? Gibt's was dazu? Gibt's was dazu? Was willst du denn noch haben? Weißt du noch, wie teuer Fleisch ist? Ich habe nicht von Fleisch geredet. Was willst du denn sonst Ach, haben? Immer nur haben. Weißt du, dass der Bofinger mich schon mal angefasst hat? Im Hausflur. Angefasst. Mhm. Plötzlich kam er aus einer Tür raus und sagte, na? Und ich sagte, nehmen Sie gefälligst die Pfoten weg. Wusste ich ja gar nicht. Wann war denn das? Weiß ich nicht. Es war jedenfalls Tag. Hell war's. Die Sabe kam gerade runter. Die? Darf man vorbei oder stört man? Na, was ist denn? Es klingelt. Muss man da aufmachen oder weißt du nicht, wer da ist? Mensch!
Polizei ist es. Guten Abend. Guten Abend. Stören wir beim Essen? Na, wieso? Die Suppe, da esse ich sowieso nicht. Warum isst du die Suppe sowieso nicht? Weil sie mir nicht schmeckt. Warum schmeckt sie dir denn nicht? Ich kann doch sagen, wenn mir was nicht schmeckt. Verzeihen Sie bitte, Kriminalpolizei. Was wollen Sie? Sind Sie Herr Galusch? Ja, bin ich. Und das ist... Eva Galusch. Meine Enkelin ist das. Und Sie sind der Hausmeister? Ach, Hausmeister. Ich bin doch kein Hausmeister. Wieso bist du nicht Hausmeister? Natürlich bist du Hausmeister. Ach, Hanswurst bin ich. Die bezahlen mich doch nicht wie ein Hausmeister. Naja, es spielt keine große Rolle. Wenn Sie mich bezahlen würden... Ich sagte schon, das ist nicht so wichtig. Da würde ich sagen, ich bin, aber so kann ich nur sagen... Können Sie etwas aussagen über den Mord hier auf der Straße? Aussagen... Was soll ich denn aussagen? Du hast doch die Schüsse gehört. Ja, natürlich habe ich sie gehört, habe ich doch gesagt. Und wo du gestanden hast, musst du sagen. Ja, wo ich gestanden habe. Am Herd hast du gestanden, Suppe gekocht. Dann hast du die Schüsse gehört. Und was du dann gemacht hast, wollen die wissen. Gemacht. Gar nichts habe ich gemacht. Sind Sie nicht ans Fenster gegangen? Ja, wo da geschossen wurde, ich bin doch nicht verrückt. Das haben wir aber ganz anders gehört, Herr Galusch. Wir haben gehört, Sie haben am offenen Fenster gestanden. Sie hätten den Mord gesehen. Gesehen? Wer sagt gesehen? Wer kann sowas behaupten? Ich habe nichts gesehen. Aber Sie sind am Fenster gestanden. Ja. Ich habe am Fenster gestanden, weil der Bruck mich gerufen hat. Er hat den Schlüssel abgebrochen und... Und ich überlegte, was man da machen kann. Ist ja nicht so einfach. Denken Sie bloß nicht, dass ich anständiges Werkzeug habe. Hausmeister. Und da hörte ich Schüsse und erschreckt mich und sehe den Bofinger hinfallen. Du hast ihn hinfallen sehen? Warum sagst du mir das denn nicht? Sag, ich muss sagen. Mir hast du gesagt, du hast am Ofen gestanden. Ach, du lieber Himmel, befreie mich von diesem Balg. Was geht dich das an? Herr Galusch, haben Sie den Mörder gesehen? Ich sag doch, dass ich ihn nicht gesehen habe. Jetzt hören Sie mal zu, Herr Galusch. Sie sind da am Fenster. Das Fenster ist weit offen. Der Mörder kann also höchstens 10, 12, 15 Meter davon entfernt sein. Und Sie behaupten, Sie hätten nichts gesehen. Ja, das sag ich ja. Das ist genau das, was ich sagen will. Ich höre Schüsse, sehe den Bofinger hinfallen, drehe mich um, bloß weg vom Fenster. Ich habe nichts gesehen. Sie bleiben dabei, Herr Galusch? Ja, weil's die Wahrheit ist. Warum isst du deine Suppe nicht? Du kriegst nichts anderes. Habe ich gesagt, dass ich was anderes will? Der Bofinger, der hat hier im Haus gewohnt, ja? Ja, hier gegenüber. Und was war das für ein Mann? Oh mein Gott, was war das für ein Mann? Du liebe Zeit. Was soll ich da sagen? Ja, er hat eben hier gewohnt, das alles. Wenn ich ihn gesehen habe, habe ich guten Tag gesagt und er hat guten Tag gesagt. Das alles. Es war nur eine Frage. Besten Dank für heute. Nur die Zigaretten her. Heute Morgen hast du doch gesagt, du hast keine Mark mehr. Jetzt sagen wir mal, wer hat's getan? Wer ist es gewesen? Wieso, wer ist es gewesen? Du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Klar habe ich gehört. Aber mir kannst du es doch sagen. Ich habe nichts gesehen. Überhaupt nichts. Was machst du denn? Du und dich umdrehen vom Fenster. Die hast du ja ganz schön aufs Kreuz gelegt. Du hast ganz genau gesehen, wer es war. Und du kennst ihn. Ach, quatsch doch nicht. Du kennst ihn. Kenn ich ihn auch? Lass mich doch in Ruhe.
Lass ich doch. Außerdem, wer den Bofinger umgebracht hat, ist mir vollkommen egal. Der Gallus lügt doch, Chef. Natürlich lügt er. Er hat den Mörder gesehen, ich bin überzeugt. Ja, ich auch. Also noch einmal. Sie standen vor der Haustür, da kam der Bofinger angerannt, er rannte um sein Leben. Das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie nicht gesagt? Ich habe nicht gesagt, er rannte um sein Leben. Habe ich gesagt, er rannte um sein Leben? Diese Formulierung habe ich nicht gebraucht. Ja, vielleicht nicht wörtlich, aber doch sinngemäß. Ich meine, er rannte doch um sein Leben. Das wusste ich ja nicht. Das habe ich nicht gewusst. Er wollte rein ins Haus. Ich dachte, nanu, der hat es aber eilig. Er stieß uns weg. Ich dachte, warum stößt der Mann uns weg? Vielleicht ist er betrunken oder was? Was habe ich gesagt, Hilde? Ja, du hast gesagt, der ist ja wohl betrunken. Und dann lief Bofinger wieder auf die Straße und wurde erschossen. Wie weit weg war denn das? Wie weit weg? Wie weit weg war das? Sie wissen doch, wie weit weg es war. Sie wissen doch, wo der Mann hingefallen ist. Ja, ich weiß es. 5 Meter. Und der Mörder war keine 10 Meter weg von Ihnen. Und Sie haben ihn nicht gesehen. Aber das habe ich doch schon gesagt. Das sage ich doch andauernd. Als die Schüsse fielen und wir sahen, meine Frau sah den Bofinger hinfallen, auf die Erde fallen. Da war sie so entsetzt, dass sie wandte sich ab. Sie fiel gegen mich, gegen meine Schulter. Sie klammerte sich fest an mir und sagte, was hast du gesagt, Hilde? Ich weiß doch nicht, was ich gesagt habe. Du hast gesagt, mein Gott, oh mein Gott. Sie hat gesagt, mein Gott, oh mein Gott. Sie wäre mir beinahe auf den Boden gefallen. Vor Schreck, vor Angst. Ich habe eine Frau im Arm, die mir auf den Boden fallen will, und sie verlangt, dass ich mir den Mörder ansehe. Ich habe nichts gesehen. Ich kann keine Angaben machen. Was soll man da machen? Stehen 10 Meter daneben und sagen, sie haben nichts gesehen. Tja, und das ist merkwürdig, ne? Ja, das mag sich ja komisch anhören, aber in dem Moment, in einem solchen Moment, ich habe schon mit Herrn Punt darüber gesprochen, der sagt genau dasselbe. In einem solchen Moment, da ist man einfach nicht kaltblütig genug, nicht? Ja, es fehlt einem die Kaltblütigkeit, die Situation zu übersehen. Sie müssen bedenken, da passiert etwas Entsetzliches. Vor unseren Augen, auf offener Straße, stirbt ein Mensch. In einer solchen Situation, da ist man wie gelähmt. Man weiß nicht, steht man so eine Sekunde oder eine Minute? Also, ich könnte es nicht sagen. Ja, ich auch nicht. Sie werden es nicht für möglich halten, Chef. Hier sind 2 Zeugen. Unmittelbare Zeugen, die dennoch nichts gesehen haben. Ich glaube einfach nicht, dass Sie die Wahrheit sagen. Sie müssen den Mörder gesehen haben. Vielleicht haben Sie den Mann sogar erkannt. Und Sie schweigen, weil Sie ihn erkannt haben. Was? Wie kommen Sie denn darauf? Sie ziehen ja ganz unmögliche Schlüsse. Wir haben Ihre Fragen beantwortet, so gut wir konnten. Es tut mir leid. Sie müssen unsere Aussagen nehmen, wie sie sind. Ja, das tun wir ja auch. Darf ich Sie fragen, was Sie von Beruf sind? Selbstständiger Kaufmann. Ich meine Vertreter. Und Sie? Zeichenlehrer. Und Sie wohnen? Hier bei Herrn Bruck in Untermiete. Das ist eine hübsche Gegend. Ich meine zum Wohnen. Hübsche Gegend. Kann man sich denn aussuchen, wo man wohnen möchte? Das hier ist eine billige Wohnung und ich brauchte eine billige Wohnung. Eine Scheißgegend ist das hier. Und darf ich fragen, warum? Sie gefällt mir nicht, das meine ich. Und Ihnen? Mir? Mir auch nicht. Na, weil es zu laut ist hier. Weil man kein Fenster aufmachen kann nachts, das sind doch alles Gangster da draußen. Weil man auf offener Straße erschossen werden kann. Deshalb ist das eine Scheißgegend. Ja, das kann ich verstehen. Sie entschuldigen, dass ich gefragt habe.
Schöne Zeugen, was? Brauchten nur einen Mund aufzumachen, aber sie tun's nicht, weil sie Angst haben. Ja, dass Zeugen Angst haben, das ist nichts Neues, aber gleich 5 Zeugen, fast ein ganzes Haus, das ist selten. Was stehst denn da? Psst, nicht so laut. Sie sind jetzt bei Bofinger drüben. Oh, eine ganze Menge zu trinken hat er jedenfalls. Feinsten Whisky, Chef. Ach, schau dir das doch mal an. Hm? Die fabelhaftesten Anzüge. Was war der Mann vom Beruf? Bäcker. Aber die Brötchen, die der in letzter Zeit gebacken hat, möchte ich gern sehen. Chef, ich habe mich auf dem Revier erkundigt. Der Bofinger hatte in letzter Zeit Kontakt zu einigen unserer besten Kunden. So, naja, aber seinen Mörder müssen wir trotzdem finden. Die sind noch immer drin. Die stellen wahrscheinlich alles auf den Kopf. Ob die wohl was gesagt haben? Wer? Ja, ja, wer fragte wer? Die waren doch überall im ganzen Haus. Haben doch überall gefragt. Der Sabeck? Nee, der hat nichts gesagt. Gib mir mal eine Zigarette. Musst du deswegen so viel rauchen? Ja, Küche. Schon zurück deine Zigaretten. Siehst du denn nicht, dass ich aufgeregt bin? Begreifst du denn nicht, was vorgeht? Komm, komm. Sieh mal. Vorsicht! Was ist denn mit denen da? Weißt du, warum die da unten stehen? Na, woher soll ich denn das wissen? Halte bloß die Schnauze. Deswegen stehen die da unten. Wenn du die Klappe aufmachst, bist du dran. Das wollen sie sagen. Ach so. Ja, ach so, ach so. Deswegen sagst du nichts. Ja, ich bin ja nicht dämlich. Ne? Willst du nicht helfen? Ich habe den ganzen Tag was getan. Was hast du denn schon getan? Na, steh du mal 8 Stunden am Packtisch. Ja, verdienst du doch viel. Wenn ich gesunde Beine hätte, dann... Was würdest du dann tun? Arbeiten würde ich und nicht Hausmeister spielen. Würdest du dich auch an den Packtisch stellen? Ja, warum denn nicht? Jetzt tu doch nicht aus. Ich sag doch, wenn ich gesunde Beine hätte. Was war das? Da draußen. Tja, und jetzt, Chef? Das könnt ihr euch aussuchen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen uns noch mal den Kellner in der Bar vor. Eine gewisse Lust auf ein Bier könnte ich nicht abstreiten. Die gehen jetzt. Ich bin nur neugierig, was die jetzt machen. Obwohl einer gequatscht hat. Was sagen Sie denn dazu, Chef? Scheint eine Art Aufmarsch zu sein. Wollen wir die Herren mal untersuchen und uns die Papiere zeigen lassen? Ja, wieso? Die stehen da und das dürfen sie schließlich. In die Bar. Warum gehen die jetzt wohl in die Bar? Das könnte dir doch egal sein. Lass das jetzt den Kasten in Ruhe. Kann ich keine Musik hören? Ach, jetzt doch nicht. Guten Abend. Kriminalpolizei. Aber das wissen wir ja. Wir haben sie ja gesehen. Seit 2 Stunden sehen wir sie. Und wissen, dass es sich um Kriminalpolizei handelt. Ich will sagen, Sie brauchen sich nicht vorzustellen. Aber vielleicht stellen Sie sich mal vor. Wie heißen Sie? Mein Name ist Schenk. Herr Schenk, Sie sind Gast hier? Oh. Ich bin Gast hier. Mhm. Wie lange sind Sie heute Abend schon hier? 3 Stunden. 4 Stunden. 3 bis 4 Stunden. Warten Sie, wir werden Sie später noch vernehmen.
Aber zuerst mal, wo ist denn der Kellner? Könnte ich ein Bier bekommen? Nein, nicht von ihm. Ich bediene nur an der Bar. Robert, lass dir ein Bier geben, ja? Ja. Drei Bier. Dies ist eine Bar. Sie bekommen das Bier in einem Silberbecher. Es ist teuer. Ich sag's vorher. Sie meinen, das geht über die Verhältnisse von Polizisten? Habe ich so Unrecht? Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Humor. Wissen Sie was? Geben Sie mir das Bier doch im Silberbecher. Sie heißen? Limmer. Ach, Herr Limmer, ja. Sie haben doch ausgesagt, dass Sie sofort, nachdem Sie die Schüsse gehört haben, auf die Straße hinausgelaufen sind. Auf die Straße? Ja, was haben Sie da gesehen? Gesehen? Ja, Sie müssen ja irgendwas gesehen haben, ne? Ich habe nichts gesehen. Was ist los? Jetzt haben Sie plötzlich nichts gesehen? Was soll ich denn gesehen haben? Aber den Sie Toten, den habe ich gesehen, ja, aber... Entschuldigen Sie mal, vorhin haben Sie gesagt, Sie haben vor der Haustür eine Menge Leute stehen sehen. Nein, nein, das ist nicht. Ach, nein? Das muss ein Missverständnis sein. Wenn ich was sagen darf. Ja. Es wird sicher nicht das erste Mal sein, dass Sie Schwierigkeiten mit Zeugen haben. Ja, da haben Sie recht. Viele reden, bevor sie nachgedacht haben. Man weiß oft gar nicht, was die Leute im Kopf haben. Wichtig, Tuerei, das Ganze. Der war nämlich gar nicht draußen. Wo warst du? An der Tür war ich. Ich war nur an der Tür. Gehen Sie doch bitte einmal an die Tür, Herr Kommissar. Was können Sie von da aus sehen? Ja, man sieht wirklich nicht sehr viel. Wie wär's denn, wenn wir ihn mal mitnehmen ins Büro? Vielleicht sieht er dann wieder plötzlich mehr. Wo kommt die Musik her? Aus dem Keller. Sie kennen Bofinger? Der Mann war manchmal hier. Aber mit wem er Umgang hatte, was er tat, was er sagte, das... Weiß ich nicht. Das dachte ich mir, ja. Gibt's eigentlich manchmal hier oben mehr Gäste? Ja. Bin zufrieden. Ach, das freut mich. Ja, Ihr Bier ist eigentlich besser als der Ruf Ihres Lokals. Wer sagt das? Ihr Polizeirevier erklärte mir, es handele sich um eine ausgesprochene Verbrecherkneipe. Typische Unterwelt. Unterwelt? Ja. Kommt ganz drauf an, wie man sieht, Herr Kommissar. Und wie sehen Sie es? Nun ja, man sagt, dieser oder jener Mann gehört zur Unterwelt. Und sieht man näher hin, stellt man fest, es handelt sich um einen ehrenwerten Mann. Wie sieht man einen ehrenwerten Mann näher, stellt man fest, er gehört zur Unterwelt. Ja, es geht ein bisschen durcheinander, das gebe ich zu. Also über Bofinger können Sie nichts sagen? Leider nein. Und Sie?
Sein Schicksal geht mir nahe, aber das hilft weder ihm noch Ihnen. Kennen Sie Bofinger? Ich? Die brauchen Sie gar nicht erst zu fragen, Herr Kommissar. Die ist betrunken. Und wenn sie betrunken ist, dann begreift sie gar nicht, was man von ihr will. Ich verstehe sehr gut. Wieso verstehe ich nicht? Er hat nach Bofinger gefragt. Sie kennen ihn also. Ob ich den kenne? Natürlich kenne ich den. Sie holen sich Ihre Aussagen von Leuten, die nicht wissen, was Sie sagen. Ich weiß genau, was ich sage. Sie ist völlig betrunken. Ich bin nicht betrunken. Sie ist jeden Tag betrunken, Herr Kommissar, und jedermann weiß, dass sie nicht ernst zu nehmen ist, wenn sie getrunken hat. Der Bofinger war hier im Lokal. Er war immer hier. Er war jeden Tag hier. Und Sie haben ihn gesehen, heute. Sie kann ihn gar nicht gesehen haben, weil sie nicht hier war. Stimmt, Herr Kommissar. Sie war gar nicht hier. Sie kam erst rein, da war der Bofinger längst tot. Was hier jederzeit bezeugt werden kann. Sie haben also Bofinger hier im Lokal nicht gesehen? Nein. Gib mir noch was, gib mir noch was zu trinken. Na schön. Robert, zahlen. Ja, wie viele Jahre Zuchthaus waren da wohl zusammen? War kaum zu zählen. Wie die uns angesehen haben? Na ja, Angst haben sie nicht, womit sie natürlich schon den ersten Fehler machen. Was siehst du? Hinter jedem Fenster steht jemand. Sie haben niemanden mitgenommen. Eva! Was ist denn? Sie fahren ab. Sie haben nichts rausgekriegt. Ach, ich wusste ja, dass Sie nichts rauskriegen. Wo hast du denn deine Zigaretten? Kommst du schon wieder an mit Zigaretten? Das ist doch auch Geld. Ich habe eben kein Geld. Da beim Radio liegen sie. Wenn ich Geld hätte. Aber ich habe eben kein Geld. Dabei gibt es genug Geld. Wo gibt es genug Geld? Wo du hinsiehst. Was ist denn Häuser, Häuser, Häuser? Wenn du zu deiner Packerei gehst, was siehst du? Ein Haus nach dem anderen. Na klar sehe ich ein Haus nach dem anderen. Ja, und weißt du, wie viel so ein Haus wert ist? Es gibt so viele reiche Leute, wie es Häuser gibt. Und deswegen meine ich, dass noch eine Menge Geld unterwegs ist. Nur um mich hat sie mal einen Bogen herumgemacht. Einen Bogen gemacht? So einen großen Bogen kann sie schon kein Bogen mehr nennen. Das sage ich doch, dass sie mal einen Bogen um mich herum gemacht hat. Weißt du, was Mama gesagt hat? Was sie gesagt hat, weiß ich. Bill Gates ist mein Vater zu dämlich. Was? Wann hat sie das gesagt? Irgendwann. Wie? Das hast du nicht gesagt, das hast du dir jetzt bloß ausgedacht. Ausgedacht? So was denke ich mir doch nicht aus. Kannst du denn sagen, dass ich zu dämlich werde für Geld? Ich habe nichts gelernt. Weil Krieg war, habe ich nichts gelernt. Wie kannst du da sagen? Ich sag doch nur, was sie gesagt hat. Außerdem war sie selber dämlich. Sonst wäre sie doch nicht weg mit dem Kerl. Ich bin nicht so dämlich für Geld. Ich habe nichts gelernt. Statt Schule hatten wir Kartoffeln ausbuddeln. Naja, ist mir ja auch egal. Was ist denn? Warum stehst du denn so da? Ich bin nicht so dämlich für Geld. Warum ärgerst du dich denn? Es gibt Leute, die sind so dämlich für Geld und es gibt welche, die sind es nicht. Ich bin es nicht. Was ist denn dabei, wenn du es bist? Eine Menge Leute sind zu dämlich für Geld.
Ah, Papagallusch. Komm her. Setz dich. Guten Abend. Willst du ein Bier? Nö, danke. Warum willst du kein Bier? Ich hab kein Geld. Gib ihm ein Bier. Wieso hast du kein Geld? Ich habe eben keins. Aber darf ich da mal vielleicht... Nimm doch. Was willst du sagen? Wieso? Deswegen bist du doch gekommen, weil du was loswerden willst. Oder? Ich will nichts loswerden. Marion, geh mal weg. Was soll ich? Weggehen! Hast du nicht gehört? Wieso soll ich weggehen? Weil ich es so will. Los, geh! Was wollen Sie hier? Nicht, gar nichts will ich hier. Na los, spuck's aus. Wollen Sie was über den Bofinger sagen? Bofinger? Von dem habe ich nie was gehalten. Der hat mal meine Enkelin angefasst. Im Hausflur. Und dann mit der Miete, da musste ich immer hinterherrennen. Und dann liegt er plötzlich da. Ich hab's von Fenster aus gesehen. Das glaub ich nicht. Das kann ich einfach nicht glauben. Überlegen Sie sich noch mal ganz genau, ob Sie am Fenster gestanden haben. Und lassen Sie sich Zeit dabei. Ja, ich hab da gestanden. Und hab's gesehen. Aber ich habe nichts gesagt. Obwohl die mich gefragt haben, und wie die mich gefragt haben. Aber kein Wort habe ich gesagt. Gallus, setz dich. Warum setzt du dich nicht? Nun ist doch klar, dass ich nichts gesagt habe. Ich doch nicht. Ich meine bloß, weil... Was willst du, Gallus? Geld? Ja, ich habe keine Pfennig in der Tasche. Und ich meine bloß, weil ich nichts gesagt habe, ist doch was wert, wenn ich sage, ich habe nichts gesehen. Ein bisschen was wert ist es schon. Tu ihm nichts. Geh raus. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Du tust ihm nichts. Warum gehst du nicht raus, Marion? Ich sag's ja nur, weil ich nichts habe. Und nie was habe. Deshalb meine ich... In Ordnung. Es muss ja nicht viel sein, ein bisschen was. Wir schicken ihn runter. Runter? Du hörst doch die Musik, geh runter und wart unten. Ach, da unten, wo die Musik ist? Ja, wo die Musik ist. Na gut. Ich wäre ja nicht gekommen, wenn ich nur ein bisschen was hätte. Turn your body inside out. There's people treading on your feet. It just don't seem to
to make ends meet. You're working at the break. Hund! Hilde! Mach auf! Gallus ist tot! Unten liegt Gallus! Hilde! Hilde, mach auf! Herr Bruck! Herr Hund! Sie haben ihn totgeschlagen. Wusste ich doch nicht, dass er einmal wegging. Ein Bier hat er getrunken. Ja. Die Tür hat er zugemacht. Und hat nichts gesagt. Kein Wort? Gesagt. Was soll er denn gesagt haben? Das wollte ich eigentlich gerade von ihm hören. Also er ist nochmal weggegangen. Er hat das Haus verlassen und ich meine, er hat keinerlei Bemerkung gemacht. Bemerkung? Die Tür hat er zugemacht. Ich denke, wenn du die Tür zumachst, dann machst du sie eben zu. Weil er sich geärgert hat. Wie immer. Worüber hat er sich geärgert? Dass er kein Geld hatte. Ach, Robert, ja. Habt ihr die Todesursache? Wahrscheinlich Gehirnblutung. Sie haben ihm alle Knochen zerschlagen. Sie haben also über Geld geredet. Geld. Wir haben immer über Geld geredet. Jeden Tag haben wir über Geld geredet. Fräulein Galusch, Ihr Großvater hat gewusst, wer der Mörder von Bofinger ist. Wir sind doch alle hier im Haus. Und hat er Ihnen gesagt, wer es ist? Nein. Aber er muss es gewusst haben. Ich meine, könnte es nicht sein? Ja, natürlich, Chef, kann es nicht sein, dass er versucht hat, aus seinem Wissen Kapital zu schlagen? Ja, das fürchte ich. Ich meine, es ist doch möglich, dass er nochmal in die Bar gegangen ist und gesagt hat, ich sage nichts, aber ihr zahlt. Das glauben Sie doch wohl selber nicht. Warum denn nicht? Dazu hätte er doch viel zu viel Angst gehabt. Aber es gibt keine andere Erklärung. Ist mir egal, was Sie... Bier hat er getrunken, die Tür dazu gemacht. Radio habe ich gespielt. Natürlich ist dazu um die Zeit. Da wird keiner da sein. Aber ich sehe doch Licht, da ist doch Licht drin. Na also. Hallo, Herr Kommissar. Tag, die Herren. Die Bar ist leider geschlossen, falls Sie wieder ein Bier trinken wollen. Wir wollen kein Bier trinken. Nein, wir wollen Sie sprechen. Lässt der Bofinger Sie nicht ruhen? Es geht nicht um Bofinger, es geht um den alten Herrn Galusch. Den ein paar Leute wie Vieh zusammengeschlagen haben. Kommen Sie rein. Entschuldige, ist noch nicht aufgeräumt. Galusch, sagen Sie, das ist doch der alte Hausmeister. Zusammengeschlagen? Er ist tot. Was ist er? Tot? Wann ist denn das passiert? Heute Nacht. Das gibt's doch gar nicht. Der alte Galusch war doch heute Nacht noch hier, hat ein Bier getrunken. Hat er das Lokal auch wieder verlassen? Selbstverständlich. Darf ich fragen, wie?
Wie? Absolut gesund, wenn Sie das meinen. Seht euch um, ja? Mhm. Vor allem unten. Wird's länger dauern? Bitte Sie, Platz zu nehmen. Tja, wo glaubst du, haben sie ihn fertig gemacht? Zigarette nehmen Sie keine von mir, nehme ich an. Nein. Warum diesen alten Mann? Würden Sie es albern finden, wenn ich sage, ich weiß nicht, was Sie meinen? Ja, das würde ich ziemlich albern finden. Warum diesen alten Mann? Sie hätten ihm das Geld geben sollen. Er wollte es doch sicher. Er wollte seine Lage verbessern, denke ich mir. Der Mann wäre keine Gefahr gewesen. Aber jetzt, nachdem Sie ihn zum Schweigen gebracht haben, da bringt er Sie um. Ich denke, Herr Kommissar, Sie irren sich. Na, was Neues? Nichts. Fräulein Galusch, warum haben die Ihren Großvater umgebracht? Hat er was gesagt? Hat er denen gesagt, er weiß, wer es ist? Weiß ich doch nicht. Aber die sagen alle, er ist rübergegangen. Ist er rübergegangen? Nachts noch? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber verstehen Sie doch, Frau Galusch. Er muss doch einen Fehler gemacht haben. Na, was für einen? Das müssen wir doch wissen. Wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, dann habe ich keine. Er sah weg. Nichts. Du musst doch was wissen. Fräulein Galusch. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, sie hat keine Ahnung. Was gibt's doch nicht? Sie muss doch was gesagt haben. Ich meine, der alte Galusch muss ihr doch was gesagt haben. Fräulein Galusch. Macht die Musik? Achtung, die kommen jetzt. Walter, Herr Bruck. Ich sehe, Sie sind alle ziemlich aufgeregt. Ja, Kunststück. Wenn die den alten Galusch totschlagen. Tja, dann gehen wir mal rauf. Aber Sie kennen doch den Mörder, machen Sie uns doch nichts vor. Sie haben ihn gesehen, Sie alle. Ich bin überzeugt, Sie wissen wahrscheinlich auch, wer es ist. Warum sagen Sie uns nicht, wer es war? Aber wir haben Ihnen doch deutlich genug erklärt, dass wir... Wir haben keine Ahnung. Frau Sabeck, gehen Sie bitte mal raus. Warum soll sie rausgehen? Du bleibst hier, du gehst nicht raus. Warum soll sie rausgehen? Sie wollen, dass du was sagst. Ich sage nichts. Kann es ganz sicher sein, dass ich nichts sage. Herr Sabeck. Merken Sie denn nicht, was das für Leute sind? Ich habe doch gesehen, wie Sie den alten Galusch zugerichtet haben. Konnten Sie dem vielleicht helfen? Wo waren Sie denn, als das passierte? Aber wir würden Ihnen doch gerne helfen, wenn wir könnten. Wir müssen nur wissen, wie. Ganz einfach, indem Sie die Wahrheit sagen, Herr Bruck. Aber ich sage die Wahrheit.
Die Wahrheit ist, ich sehe mich außerstande, Ihnen zu helfen. Weil Sie Angst haben. Geben Sie es zu. Geben Sie doch wenigstens das zu. Na, hören Sie mal, ich habe mir den alten Galusch angesehen. An dem haben Sie doch alles kaputt gemacht. Ich habe doch gesehen, wie er da lag. Wie eine Puppe. Der hatte doch keinen heilen Knochen mehr am Leib. Deswegen sollen Sie doch was sagen. Deswegen. Brock, kommen Sie mal. Kommen Sie doch mal. Haben Sie gesehen, was los ist da unten? Ja. Und Sie wollen trotzdem nichts sagen. Geh schon mal vor, ja? Ja. Walter, komm. Können wir noch mal hereinkommen? Nicht mal eine Suppe konnte er kochen. Von nichts hat er was verstanden. Aber am schlimmsten war Kochen, einfach irgendwas reingeschmissen. Frau Galasch, ich muss Sie noch einmal fragen. Hat Ihr Großvater Ihnen gesagt, wen und was er gesehen hat, als er gestern Abend am Fenster gestanden hatte? Gefragt habe ich ihn. Ich habe gefragt, wer war es? Du hast ihn doch gesehen. Er sagt, da bin ich dämlich. Hat er geglaubt, er wäre besonders schlau. Ja, ich glaube, du bleibst am besten hier. Es muss jemand im Haus bleiben. Was soll er? Haben Sie auf die Straße hinuntergeschaut? Hm? Die habe ich schon längst gesehen. Waren die das? Kann sein. Weiter. Pass gut auf das Mädchen auf. Kann sein, dass sie in Lebensgefahr ist. Keine Sorge, Chef. Wenn irgendwas ist, ich gehe noch mal in die Bar rüber und dann ins Büro. Ja, ist in Ordnung. Geht er in die Bar? Ja. Glauben Sie, dass er was rauskriegt? Wir kriegen schon raus, wer es war. Wenn keiner was sagt. Was Gott sei Dank. Ja, wirklich. Nichts, überhaupt nichts. Alle antworten ganz höflich, weisen sich aus, haben nichts dagegen, kontrolliert zu werden. Sie fühlen sich vollkommen sicher. Ja, und anscheinend sind sie es auch. Er hat einfach kein Glück gehabt. Wie meinen Sie das? Gibt's das, dass einer überhaupt kein Glück hat? Nicht mal beim Clown hat er Glück gehabt. 46 hat er es mit Schwarzhandel versucht. Da haben sie ihm den Koffer geklaut, den Koffer mit Schweinefett. Da hat er gesagt, gut, klau ich eben auch einen Koffer. Jetzt gucken Sie mich so an. Erzählen Sie doch weiter. Er hat eben auch einen Koffer geklaut. Und wissen Sie, was drin war? So ein schwarzes Ding war drin, so was die Priester anhaben. Und eine Bibel und Rosenkranz. Was sagen Sie dazu? Er hat eben nie Glück gehabt. Ich hab Hunger. Irgendwo hat er was. Nicht mal eingekauft hat er. Also passen Sie auf, die Läden haben zu, aber ich kann ja versuchen, irgendwo was aufzutreiben. Aber Sie bleiben in der Wohnung. Ich will nur noch mal zu den Sabeks rauf. Aber Sie gehen nicht aus dem Haus. Geben Sie mir den Schlüssel. Draußen neben der Tür. Also gut.
kommen Sie, Frau Gallus? Warum kommt sie? Was will sie? Was sie will. Angst hat sie, das siehst du doch. Nehmen Sie Platz, Frau Gallus. Deswegen ist sie doch nicht gekommen. Herr Sabeck. Bitte? Sie wissen doch, wer es war. Hat die Polizei Sie geschickt? Mich schickt niemand. Ich frage nur, weil Sie es wissen. Sie wissen doch, wer es war. Wir wissen gar nichts. Und wir sagen auch nichts. Nicht, dass du irgendetwas sagst. Von uns können Sie gar nichts erfahren. Und auch nicht von Bruck. Und von Punt auch nicht. Nein. Das musst du doch verstehen, Eva. Eva? Ich kenne sie doch schon von Kindheit an. Tut mir leid. Was ist denn? Jetzt komm rein. Fräulein Galusch? Fräulein Galusch? Entschuldigen Sie, Herr Sabeck, ist Fräulein Galusch bei Ihnen? Nein, die ist nicht mehr hier. Danke. Geh nicht rein. Willst du rein? Schieb ab! Dringend, Kommissar Keller. Ich hab dir doch gesagt, du sollst da nicht reingehen. Ich möchte was trinken. Ich hab doch gehört. Ich will was trinken. Du kriegst hier nichts zu trinken. Halt den Mund, Marion. Ich halt nicht den Mund. Oh. Sie will was zu trinken und sie bekommt was zu trinken. Geh weg, Marion. Setz dich hin. Ich gehe nicht weg. Ich setz mich nicht hin. Sind Sie nur gekommen, weil Sie etwas trinken wollen? Halt den Mund. Sag nichts. Nur deswegen? Sie sagt nichts. Es gibt keinen Grund, ihr irgendetwas anzutun. Antworten Sie. Ich weiß, wer es war. Sie haben mir es gesagt. Sie haben mir es alle gesagt. Du tust dir nichts! Ich will nicht, dass du irgendetwas tust! Ja, keine Nerven jetzt. Sie wird reden. Sie wird nicht reden. Ich weiß genau, wie Menschen aussehen, wenn sie reden wollen. Sie wird nicht reden. Schauen Sie mich an. Es gibt keinen Grund, auch nur das Geringste zu sagen. Sie kann gar nicht anders. Also erzählen Sie. Wie war es? Schlüssel abgebrochen! Die Tür auf! Machen Sie die Tür auf! Das ist aufmachen! Schlüssel los! Abgebrochen. Aufmachen! Der Schlüssel ist doch auf! Ist doch auf! Nein! 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 Wer redet, stirbt. Ich war es. Ich. Er hat sie sitzen lassen. Ich habe ihr gesagt, lauf nicht hinter diesem Idioten her. Es hat alles nichts genützt. Und Galusch? Ich hatte gesagt, wer redet, stirbt.
Sie begehen einen Mord, weil diese Frau einen Mann erschossen hat? Sie ist meine Frau. Wir haben nichts gesagt. Sie können sich darauf verlassen, dass wir nichts gesagt haben. Hoffentlich hat man Ihnen da nichts Falsches gesagt.